Seit ich hier in dem Saal jetzt gearbeitet habe, ist mir wieder bewusst geworden, dass die ganze Kunst der westlichen Welt, also die abendländische Kunst, die größte Kultur aller Zeiten, hier begonnen hat. Das heißt, alles hat hier in Italien begonnen. Alles kommt von hier. Und seit Jahrhunderten ziehen Künstler nach Italien. Ja? Im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert. Goethe kam her. Jeder Künstler musste mal nach Italien kommen. Und Venedig ist wie ein Wunder, wenn wir bedenken, wie viele Umstürze es gegeben hat über die Jahrhunderte, wie viele Regime gekommen und gegangen sind, wie schreckliche Dinge wir erlebt haben, Weltkriege. Was Bestand hat und bleibt, ist die Kunst.